Ich möchte damit beginnen, einen Auszug aus einem Buch vorzulesen, das 1977 in Großbritannien geschrieben und veröffentlicht wurde. Ich denke, du wirst es wichtig finden. Zitat: Seit über einem Jahrhundert wissen Ärzte, dass, wenn Drähte in das Gehirn gesteckt werden und eine elektrische Ladung durch sie hindurchgeht, unterschiedliche Reaktionen aus verschiedenen Teilen des Gehirns auftreten. Ein Draht, der in einen Teil gesteckt wird, bewirkt, dass sich ein Bein bewegt. Derselbe Draht in einen anderen Teil des Gehirns gesteckt, bewirkt, dass ein Arm zuckt. Vor 50 Jahren wussten wir, dass Ärzte mit Hilfe der elektronischen Stimulation Vergnügen hervorrufen, Schmerzen beseitigen und Erinnerungen abrufen können, die zuvor verloren gegangen waren. Mit Elektronen in Position kann der Patient aus der Ferne recht effektiv kontrolliert werden. Er kann dazu gebracht werden, zu essen, zu schlafen oder zu arbeiten. Auch sein Appetit, seine Herzfrequenz, seine Körperwärme und andere Faktoren können überwacht und kontrolliert werden. Dies ist immer noch das Zitat aus dem Buch von 1977. Forscher haben gezeigt, dass sanfte Katzen in aggressive Biester verwandelt werden können, wenn bestimmte Teile ihres Gehirns stimuliert werden. In einem dramatischen Experiment verdrahtete Dr. Delgado von der Medizinischen Fakultät der Yale University School of Medicine in Amerika einen Stier mit Elektroden und stellte sich dann mit einem Umhang und einem kleinen Funksender in der Mitte einer Stierkampfarena. Der Stier wurde wütend, wurde aber von Dr. Delgado durch einen Knopfdruck auf seinem Sender gestoppt. Der Stier kam brüllend nur wenige Zentimeter von Dr. Delgado entfernt zum Stehen. Dr. Delgado berichtete, dass Tiere mit implantierten Elektronen im Gehirn eine Vielzahl von Reaktionen mit vorhersehbarer Zuverlässigkeit ausführen, so als wären sie elektronisches Spielzeug unter menschlicher Kontrolle. Ähnliche Experimente wurden schon damals mit Menschen durchgeführt. Die ausgewählten Patienten hatten sich alle als gefährlich erwiesen und gezeigt, dass sie unkontrollierbare Gemütszustände hatten. Dies ist das Ende des Zitats. Ich brauche keine Erlaubnis, diesen Auszug vorzulesen, weil er aus meinem zweiten Buch stammt, das Paper Doctors hieß und 1977 von Morris Temple Smith in London veröffentlicht wurde. Es gibt einige Besprechungen des Buches auf meiner Webseite unter dem Biografie- und Kontaktbutton. Übrigens, wo wir gerade von Websites sprechen. Ich gehe davon aus, dass es im Internet eine Webseite gibt, die alte Mail-Adressen von mir veröffentlicht hat. Ich fürchte, diese Adressen haben seit 10 Jahren nicht mehr funktioniert. Bitte benutzen Sie sie also nicht. Leider sind Paper Doctors seit Jahren vergriffen. Und für das Protokoll, ich verabscheute damals Tierexperimente, genauso wie ich sie heute verabscheue. Ich freue mich, dass die britische Regierung jetzt hier anscheinend akzeptiert hat, dass Tierexperimente sinnlos sind. Obwohl ich das alles in den 70er Jahren geschrieben habe, arbeitete Delgado in den 50er und 60er Jahren. Und seine Arbeit war nur der Anfang einer sehr komplizierten Geschichte, die sich erst jetzt ihren letzten Kapiteln nähert. Die meisten Menschen, und darin schließe ich die meisten Ärzte und die meisten Wissenschaftler ein, haben noch nie von Delgados Experimenten gehört und wissen nicht, wie wichtig sie damals und heute sind. Es waren Delgado und Menschen wie er, die den langen, langsamen Weg zur Kontrolle des menschlichen Körpers und des menschlichen Geistes begannen. Es gab natürlich immer zwei wesentliche Voraussetzungen, um Menschen aus der Ferne zu kontrollieren. Zum einen braucht man eine Möglichkeit, eine Art Empfänger in den menschlichen Körper zu implantieren. Im Laufe der Jahre wurden die verfügbaren Empfänger immer kleiner und kleiner. Heute denken die Menschen immer noch, dass Mikrochips kleine Dinger sind, die man aufheben und zwischen den Fingern halten kann, wie man sie zum Beispiel in einem Mobiltelefon finden kann. Aber manche Mikrochips sind heute viel kleiner. Man kann einen Haufen dieser Teile auf einen Fingernagel bekommen. Man könnte einen in eine Spritze und durch die Nadel bekommen. Man könnte einen in ein Spray bekommen und ihn sich in die Nase spritzen. So klein. Natürlich nicht, dass sich jemand einen Mikrochip in sich selbst injizieren möchte, obwohl andere Leute das vielleicht gerne für sich selbst tun würden. Die zweite Notwendigkeit ist ein Sender. Und das ist überhaupt nicht schwierig. Man braucht eine Art hohen Pfosten, einen Fahnenmast oder ein hohes Gebäude oder einen Mast. Und dann klebt man seinen Sender oben drauf, damit er seine Botschaften über ein weites Gebiet aussenden kann.
Ganz einfach. So etwas wie ein Funksender oder, ich nehme an, wie eines dieser Dinge, das Signale an Mobiltelefone sendet. Es müsste natürlich etwas ausgefeilter sein als die alten Handysignale. Das ist also alles, was man braucht. Einen kleinen Chip im Körper der Person, die man kontrollieren will, und einen Sender, um die Nachrichten zu senden. Wenn du ein verrückter Arzt oder ein verrückter sonst jemand bist und eine Person kontrollieren willst, wäre das ein Kinderspiel. Du sagst ihnen einfach, dass du ihnen eine Spritze geben willst, um sie vor einer, was weiß ich, einer Grippe oder so zu schützen. Und in der Spritze wäre ein kleiner Empfänger. Und dann würdest du einen Sender auf das Dach des Hauses gegenüber der Wohnung schrauben und dann könntest du Botschaften senden, um sie dazu zu bringen, das zu tun, was du von ihnen willst. Du könntest sie traurig oder wütend oder glücklich oder zufrieden machen. Du könntest sie dazu bringen, zu rennen oder zu kämpfen oder einfach den ganzen Tag im Bett zu verbringen. Denk daran, dass es das ist, was Dr. Delgado vor über einem halben Jahrhundert getan hat. Das ist nichts Neues. Natürlich, wenn du dasselbe für viele Leute tun wolltest, brauchst du viele Leute, die dir helfen. Sag zum Beispiel, dass du ein wirklich schlechter Mensch wärst und du eine ganze Bevölkerung kontrollieren wolltest. Du könntest die Leute dazu bringen, das zu tun, was du willst. Du könntest sie dazu bringen, Ladendiebstahl zu begehen oder einen Mord zu begehen oder jemanden zu wählen oder Selbstmord zu begehen oder alles, was du willst, was sie tun sollen. Wenn du eine kleinere Bevölkerung wolltest, könntest du alle dazu bringen, keine Kinder mehr haben zu wollen. Das wäre furchtbar einfach. Erinnere dich, dass Dr. Delgado dies vor über einem halben Jahrhundert getan hat. Es ist nur so, dass seine Empfänger und Sender etwas umständlich waren. Er musste den Empfänger oben auf dem Kopf des Tieres oder des Menschen befestigen und dann einen Sender verwenden, den er in der Hand hielt. Wenn du all dies tun wolltest, müsstest du als erstes sehr, sehr reich sein. Jemand mit viel Geld und vielen Kontakten. Eigentlich ein Milliardär, nehme ich an. Und jemand mit nicht allzu viel Moral. Und man bräuchte etwas, das man Menschen injizieren könnte. Ich nehme an, es müsste ein Medikament oder so etwas sein. Und dann bräuchte man jemanden, der sich mit Software auskennt, um beim Senden und Empfangen zu helfen. Und dann bräuchte man Leute, die Zugang zu vielen hohen Masten und Dächern haben, wo man die Senderteile aufstellen könnte. Aber nichts davon wäre gut, es sei denn, man hätte einen Grund, Menschen etwas zu injizieren. Du kannst nicht einfach herumgehen und Millionen von Menschen grundlos Spritzen geben. Idealerweise müssten alle vor etwas Angst haben, sodass sie versessen darauf sind, dass du ihnen die Spritze gibst. Dann könntest du deine winzigen Empfänger in das zu injizierende Zeug packen. Diese könnten leicht durch die Nadel gehen oder du könntest es ihnen in die Nase spritzen oder was auch immer du dir vorstellst oder wie du es machen willst. Du könntest allen sagen, dass sie die Pest bekommen würden oder so etwas, wenn sie nicht zulassen würden, dass du ihnen dein wunderbares Gegengift gibst. Ich denke, das könnte vielleicht funktionieren. Aber dafür müssten sie sich vor etwas sehr fürchten. Und das wäre nicht möglich, weil man einige Experten bräuchte, die sagen würden, dass es eine Zeit großer Panik bevorsteht oder schon vorhanden ist, obwohl es in Wirklichkeit gar keine gibt. Also musst du dir etwas ausdenken oder etwas finden und es dann übertreiben. Oder du könntest jemanden finden, der nicht sehr gut ist in dem, was er bereits getan hat, nehme ich an, und ihn dazu bringen, eine Prognose zu erstellen, die allen eine Heidenangst einjagt. Und dann müsstest du die Leute wirklich verängstigt halten. Du könntest alle Medien auf deine Seite ziehen. Du könntest, nehme ich an, die Leute so verängstigen, dass sie sich gerne mit allen möglichen Regeln und Einschränkungen abfinden. Und du könntest den Leuten sagen, dass, wenn sie das nicht tun, was du ihnen sagst, dann wird die beängstigende Sache, was immer es auch war, schlimmer denn je werden. Und du bräuchtest einige Experten und Berater, vorzugsweise jemanden, der Verbindungen zu den Firmen hat, die das Zeug herstellen, was du den Leuten geben willst. Und man könnte ihnen alle möglichen Dinge versprechen. Man bräuchte wahrscheinlich auch ein paar ziemlich gierige und ein paar gefügige Politiker. Aber es wäre wirklich nicht möglich, das alles zu arrangieren, oder? Und außerdem gibt es noch ein anderes Problem. Denn du müsstest die Leute getrennt halten, damit du sicherstellen kannst, dass die Botschaften, die du sendest, die einzelnen Empfänger erreichen. Du müsstest die ganze Zeit Leute haben, die mehrere Meter voneinander entfernt stehen. Und es gäbe gewiss keine Möglichkeit, die Leute dazu zu bringen, so etwas zu tun. Es könnte also unmöglich funktionieren, oder? Selbst wenn es das wäre, was jemand tun wollte. Danke, dass du einem alten Mann auf einem Stuhl zugeschaut hast und danke für all deine Unterstützung und Ermutigung. Bitte kopiere die Videos und teile sie auf Twitter und Facebook, bei denen ich nie mitmachen durfte. Ich hatte sie nicht auf BitChute oder andere Plattformen gestellt. Lass uns die Wahrheit verbreiten.
Wenn du eine Übersetzung anfertigen möchtest, wäre das absolut großartig. Wenn meine Videos verschwinden, dann gehe bitte auf meine Webseite, um herauszufinden, wo du sie sehen kannst. Die Abschriften all meiner Videos, einschließlich der wachsenden Zahl der Verbotenen, sind immer auf meiner Webseite www.vernoncoleman.com. Wenn du ein bisschen Brainstorming betreibst und die Mainstream-Medien besuchst, dann erstelle Kommentare, in denen du andere aufforderst, diese Videos hier anzuschauen, um die Wahrheit zu finden. Wenn all die Leute, die sich dieses Video anschauen, ein oder zwei Leute pro Woche helfen, das Licht zu sehen, dann ist der ganze Unsinn vorbei, bevor du Unsinn sagen kannst.